Für günstige und sichere FIFA-Points, PSN-Karten und so weiter, check gerne meinen Sponsor ab. Link ist unten in der Videobeschreibung. Rabattcode gibt es natürlich auch noch, also gerne abchecken und mich mit jedem Kauf unterstützen. Danke. Check gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu, also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Footdraft-Video auf meinem Kanal, Leute. Heute mein bestes FIFA 21 Draft bislang. Salah am Start, vieles mehr. Schreibt mal gerne rein, was euer bester Spieler im Draft war. Habt ihr schon mal ein Icon gehabt? Ich weiß nicht, ob es Icons in Drafts gibt bislang oder nicht, Alter. Schreibt's mal gerne rein. Ich bin gespannt, Leute. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Macht die 2 Likes voll. Ich will's doch hoffen, Leute. Bleibt bis zum Schluss dran. Täglich 18 Uhr neue Videos, Glocke aktivieren und so weiter und so fort. Checkt wie immer noch gerne meine Songs aus auf Spotify, Till, beziehungsweise Till FIFA Gaming. Ihr wisst Bescheid. Gerne, gerne abchecken. Und würde ich sagen, starten wir ins Video, Leute. Let's go. Okay, 4-3-3. Baba. Baba. Formation, let's go, Digga. Icon, come on, Brudi. Noch kein Icon bislang gehabt, Alter. Läuft wieder richtig gut, Alter. Läuft richtig gut. Joshua Kimmich oder Sergio Aguero. Aguero, wenn wir uns die Chance auf Ronaldo nehmen. Und hat nur einen Punkt mehr als Kimmich. Deswegen würde ich sagen, Kimmich mit auch. Immer den wahrscheinlich gar nicht einbauen können, aber egal. Weiter geht's. Rechte Verteidigerposition. Malqui. Der Rest, naja. Wir nehmen mal Queen mit. Leute, checkt mal wie immer gerne den Shop aus. Gönnt euch die Nice Designs. Ihr wisst Bescheid. In Rot, Blau, Orange, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe. Gratis Autogrammkarten gibt es dazu. Unterstützt mich gerne mit dem Kauf. Würde mich sehr freuen. Ihr wisst es. Die FIFA-Points müssen bezahlt werden. Ah, Linksverteidiger. Let's go. Ich habe noch keine Ahnung, was die Animation angeht. Dafür habe ich, ist erst mein zweites Draft, das ich mache. Zu wenig Drafts bislang gemacht. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was für Spieler bei was für eine Animation kommen. Johnny. Ist neu, ne, bei Watford. Digga, eigentlich kauft, Watford, sage ich, Wolverhampton. Eigentlich kauft Wolverhampton nur Portugiesen. Hier einfach mal einen Spanier geholt. Eiskalt, Digga. Eisekalt. Warum? Habt ihr gerade Malqui gesehen, Digga? Malqui sah gerade aus dem Augenwinkel aus wie so eine Eike. Warum ist der so krass? Ach so, das, ach, Digga. Ich dachte gerade, Johnny ist gar kein, Johnny ist eine Non-Rare-Karte. Die Rare-Karten sind ja richtig am Schein, Alter. Ist aus wie eine Eike, Alter, eben. Ich dachte schon, was leuchtet denn da hinten so? Was ist das denn hier, by the way, Alter? Mich komplett hochnehmen? Rudi. Du Scheiße, Lenormand nehmen wir mit. Boah, boah, ey, Digga. Ich hasse es am Anfang so, ne, die Drafts. Mit diesen komischen Spielern, die du teilweise am Start hast, ziehe ich es nice für 85 rated. Philippe Coutinho, ja, wieder ganz stabil, muss man sagen. Özil, 64 Tempo nur noch, ey, krass. Wir nehmen, ziehe ich mit. Ohne Scheiße, mich regt es am Anfang mal so auf bei den Drafts. Warum gönnen die keine Icons? Seid mal ehrlich. Warum gönnen die keine Icons? Ich verstehe das nicht, ey. Ich verstehe es einfach nicht. Würde 10-mal mehr Bock machen. Vor allem, auch wenn, guck mal, stell mal vor, ihr kriegt die Icons, Leute, ne, in den Drafts. Dann spielt ihr die Icons und dann denkt ihr euch so, boah, die Icon hätte ich gerne. Die hätte ich gerne für mein Ultimate Team. Und dann denke ich mir sogar, dass dann der eine oder andere würde safe dann sogar mehr Packs ziehen oder so, weil er sich denkt, Bruder, ich brauche unbedingt jetzt diese Icon, also ziehe ich ein paar Packs, Alter. Aber, na gut, kann man nichts machen. Iniesta, ich dachte, Iniesta hätte aufgehört, Digga. Iniesta spielt immer noch. Das checke ich auch gar nicht. Weil, wie gesagt, oder die Saison läuft noch in Japan und der beendet danach die Karriere. Auf jeden Fall hat er einfach ein Info. Also, solange er stabil spielt, Alter, nehmen wir erstmal mit. Torhüter, okay. Dann gleich oben die Stürmer. Komm, die müssen gut werden, Brudi. Die müssen gut werden. Aber es gibt ja schon Icons. Ich habe ja schon Drafts mit Icons gesehen. Von daher, Strakosha. Boah, Digga, der hat eine krasse Karte, ne? Der hat eine richtig krasse Karte. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. FIFA 17 war das, glaube ich. FIFA 17 oder FIFA 16. In den Squad Builder Battles. Ich glaube, FIFA 17 war das. Vielleicht sogar auch FIFA 18. Da haben wir Strakosha teilweise als Bronzespieler dann, ne, als Torhüter auf die Position gestellt. Jetzt hat er eine 83er-Karte bei Lazio. Richtig stabil, hat sich richtig gut entwickelt, Alter. Stabile Karte, muss man sagen. Richtig guter Torwart. Adama Traoré. Hat er nur eine 79? Oh, Lozano. Hätten wir einen Link zu Malqui. Das war's aber schon wieder. Ey, Bruder, ich bin so null zufrieden. Edwards, der war in den letzten Jahren immer ein mega krasses Talent. Wie alt ist der mittlerweile? 98, ne? Ist auch schon Mitte 20. Torhüter, Stürmer, komm bitte, gönn wenigstens Ronaldo oder irgendwie Mbappé oder so. Wollt ihr mich komplett hochnehmen? Ey, ohne Scheiß, was ist denn hier los? Paco, Alter. Auch wieder eine stabile Karte, muss man dazu sagen. Dembélé würde gar nichts bringen. Paco würde auch gar nichts bringen. Wir nehmen trotzdem Paco mit. Mann, Alter, bitte dann wenigstens guter linker Flügel. Komm, komm, Brudi. Komm, Alter, was ist hier eigentlich gerade los, ey? Jetzt mal ohne Scheiß. Puh, Digga. Pulisic würde gehen, dann stellen wir, zack, hier ziehe ich rüber. Bruder, ich glaube, ich kann mir die Drafts sparen, Alter, jetzt am Anfang. Ich schwöre es euch. Drafts, gar kein Bock gerade. Drafts,
Gar keinen Bock, Digga. Aber wirklich gar keinen Bock. Alter, Leute, was ist das? Bruder, meine Fresse, Alter. Junge, 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 kritisch. Alle maximal 80, Junge. Unser bester Spieler, was ist unser bester Spieler? Kimmich. Digga, ich könnte heulen, Digga. Ich könnte heulen. 196er Challenge incoming, Alter. Easy. Didi ist noch am Start. Kolarov. Es wird halt auch nicht besser, das ist das Problem. Wenn es wenigstens besser werden würde auf der Bank. Aber nein, es wird nicht besser. Das ist das Kuriose daran. Es wird einfach nicht besser. Es kann uns jetzt nur noch irgendwie eine Icon retten, ich schwöre es euch. Oh, Mondi. Mandy. Sanchez auch nur eine 80. Alter, WTF. Mandy ist ja nicht schlecht. Loftus-Cheek wäre der nächste Chelsea-Spieler. Mandy, Linkzüger hier. Kimpembe. Machen wir erstmal so. Zack, zack. Aber ändert auch nicht viel. Ich bin richtig enttäuscht. Ich bin bislang von diesem Draft richtig krass enttäuscht, Alter. Richtig krass enttäuscht bin ich. Ramsey, Dembele, wo spielt der denn jetzt? Bei Guangzhou, Evergrande, WTF. Deulofeu auch noch, wir nehmen Ramsey mit. Junge, kommt hier auch mal wieder ein Spieler so über 85? Alter, ja, Mann, geht doch. Bruno Fernandes, Alter. Immerhin, Higuain, Alter, WTF 65. Ist der nicht gewechselt von Juve? Ich wüsste aber auch nicht, wohin, ehrlich gesagt. Aber der wollte auf jeden Fall wechseln. Nice. Bruno Fernandes ist nice. Immerhin mal eine stabile Innenform Start. Mittelfeld ist okay, muss man ja sagen. Aber der Rest, Sturm, Katastrophe. Oh, das ist, glaube ich, ein guter Spieler. Das sieht man da schon an der Animation. Oder auch nicht. Okay, ich glaube, ich weiß langsam, wann die guten Spieler kommen. Oh, Loris ist nice. Der hat nur eine 87. Aber links, zack, beide französischen Innenverteidiger. Okay, von den Animationen kommt noch ein bisschen mehr. Das ist schon wieder Katastrophe, glaube ich. Oh, oder doch nicht. Nice, Digga. Ansu, Fati, Mane und Salah. Jetzt die Frage, was machen wir? Mane oder Salah? Ich würde sagen Salah, Leute. Ich würde sagen Salah. Let's go. Salah kommt auf die rechte Flügelposition. Bringt uns so erstmal gar nichts. Aber wir könnten Didi reinstellen. Zack, 84 Chemie, 84er Bewertung. Also 193er Draft incoming. Wartet mal ab, Leute. Wartet mal ab, das kommt noch. Oder nicht? Florentin. Alter. Digi. 586er. Zaniolo. Kreuzbandriss. Zaniolo, so bitter, hat sich im Jahr 2020 einfach zweimal Kreuzbandriss geholt. Ich glaube, im ersten Spiel wieder, ne? Oder im ersten oder zweiten Spiel. Nach der Verletzung. Oh, das ist wieder eine gute Animation, oder? Come on, Brudi. Wann kommen denn mal Icons, Alter? Mann, ey. Aber die pinke Animation, wie es letztes Jahr die gab, die gibt's nicht mehr, ne? Schade eigentlich. Sah mal fresh aus. Lucas Moura. Brauchen eigentlich nur Premier League-Spieler, bräuchten eigentlich einen Premier League-Stürmer. Lucas Moura, notfalls in den Sturm stellen, wird auch nichts bringen. Wir kriegen jetzt eh keinen Stürmer mehr, deswegen ist egal, wir nehmen Modric mit. 100 Chemie kriegen wir nicht mehr. 100 Chemie kriegen wir, glaube ich, nicht mehr. Sei denn Rechtsverteidiger aus der Premier League. Nice, Semedo, freshe Sache. Auch zu Wolverhampton gegangen, wie ich eben gesagt habe. Wolverhampton kauft eigentlich nur Brasilianer, nur Portugiesen. Ja gut, nehmen wir ihn mit. Zack, den hier rein, bringt gar nichts, weil wir den Kollegen noch drin haben. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Innenverteidiger. Innenverteidiger Premier League. Oh, das könnte gut werden. Come on, Laporte, Alter, nice. Bruder, fresh, ist noch gut geworden am Bord, Dinier, 84, stabil, Alter. 93 Chemie, okay. Jetzt noch eine Icon im Tor, stellen wir einfach nicht auf die Stürmerposition. Was soll der Geiz? Let's go. Oder auch nicht, schade. Rui Patricio, Wolverhampton, Portugiese, mal kennt's. Okay, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Je nachdem, bringt 5 Chemie, Alter. Okay, haben wir einen neuen Stürmer, Alter. Rui Patricio, okay. Brudi, Rui Patricio, Torwart auf der Stürmerposition, scheiß die Wand an, Alter. 98 Chemie, das heißt, wir können auf 100 kommen, Leute. Das war's von diesem Draft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Geht noch besser. Geht auf jeden Fall noch besser. Da werden wir auf jeden Fall noch das eine oder andere rausholen. 184er. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, bislang mein höchstes Draft. Ich glaube, ich habe in FIFA 21 noch kein höheres als... Oh, 185, Brudi. Ich glaube, 185er hatten wir noch nicht. Das ist ein Rekorddraft, Alter. Ich kacke mir in die Hose. Okay, 2 Chemie müssen wir noch kriegen. Schauen wir mal. Kriegen wir eh wieder nicht. Chemie wieder broke wie letztes Jahr. Ja, war klar, Digga. War wieder klar. Nein, was ist hier los, Alter? WTF? War wieder klar. Kein Chemiepunkt. Ich kack mir einfach in die Hose. Trotzdem, mein bestes Draft bislang, Alter, von der Bewertung her. Nice, das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst Like, das Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Checkt den Shop aus. Gönnt euch die nice Designs. Bin blau, rot, orange, grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel. Gratis Autogrammkarte gibt's dazu. Ihr wisst Bescheid. Unterstützt mich gerne mit dem Kauf. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich das supporten würdet, Leute. Und wir sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein, checkt noch meine Songs aus. Spotify, Till, bzw. Till FIFA Gaming, hört auf Dauerschleife. Wir sehen uns und ciao.